Ja, Herr Peter meldet sich noch mal ganz kurz hier. Also ich habe mir das mal so richtig überlegt da. Wir müssen jetzt natürlich aufpassen, weil unsere finanzielle Situation ist ja auch nicht so blendend. Ich hoffe, dass wir noch irgendwelche Sachen von Herrn Kühne erwarten können. Sonst sehe ich schwarz, dass wir genau dieses Schicksal erleiden, wie viele andere in der Bundesliga. Wir haben natürlich das große Glück, dass wir Hamburg in den Rücken haben. Aber ich nehme nur Namen wie Kaiserslautern. 1860 München, die haben München im Rücken gehabt. Auch weggegangen. Bochum. Rot-Weiß Essen. Alle die Vereine, die auch sportlich gut waren, aber eben halt den Niedergang hatten. Und wenn wir haben das zweite Jahr das nicht geschafft. Das dritte, vierte, fünfte wird schwieriger noch, um den Aufstieg zu spielen. Weil jetzt geht wieder Paderborn runter, ich nehme an, dass Bremen abgeht, dann haben wir wieder ganz schwere Spiele vor der Brust. Und es gibt nur eine Möglichkeit. Wir daddeln immer so weiter und halten dann so einen Mittelplatz in der zweiten Liga. Oder Kühne macht die Schatulle auf und holt da richtig was raus. Sonst sehe ich schwarz hier, dass wir in den nächsten Jahren aufsteigen könnten. Ich sehe schwarz. Also das ist meine Meinung, aber ich will nicht alles schwarz sehen. Aber ich bin schon ein alter Mann. Hoffentlich erlebe ich das noch, den Aufstieg. Ich kämpfe darum, weil ich ein Hamburger bin. Aber ob ich das weiß, ich weiß es nicht. Ich hatte dieses Jahr damit gerechnet. Und nochmal was ganz klipp und klar jetzt. Wer in Heidenheim verliert, ich will nichts, ich bin nicht kritisch gegenüber Heidenheim. Ich will auch keine Kritiker. Also normal muss ich sagen, der hat den Aufstieg auch nicht verdient. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Natürlich spielen da viele Faktoren eine Rolle, aber der hat den Aufstieg nicht verdient. Haben wir auch nicht. Ich glaube, wir werden das nicht mehr schaffen. Alles klar, nur der HSV. Tschüssi.